dieses Gespräch, das jetzt folgt, wird wahrscheinlich nichts für zarte Gemüter sein. Denn das, was die Sandra Rasch erlebt hat, ist für viele unglaublich, unfassbar, was ein Mensch, was ein Kind erleiden kann und nicht im fernen Bangladesch oder Thailand oder Indien, sondern hier in Deutschland. Es geht um rituellen Missbrauch von Kindern, von Menschen. Aber vor allen Dingen geht es in diesem Gespräch darum, wie diese Menschen, die das erlitten haben, da rauskommen und dass es einen Weg zur Heilung gibt. Das soll natürlich der Fokus dieses Gespräches sein. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Sandra, ich habe dein Buch gelesen und wenn ich nicht vorbereitet gewesen wäre, also vorbereitet insofern, als dass dieses Thema schon länger eine Rolle spielte, hätte es mich geschockt. Auch wenn du dankenswerterweise auf Details verzichtet hast. Mhm. Weil es reicht. Es reicht, was du geschildert hast. Du bist in einer Familie groß geworden, die ihrerseits zu einer satanischen Sekte oder zu einem satanischen Zirkel gehörte und ihre Kinder dort mit hineingenommen haben. So direkt darf ich das nicht sagen. Muss ich das jetzt korrigieren? Ja, ich korrigiere es ja jetzt. Okay. Und aber in einem satanistischen Umfeld, ja. Okay. Also satanisch. Ja, ich habe einen Begriff von satanisch, also dass sozusagen alles auf den Kopf gestellt wird. Alles. Wie würdest du am Anfang jetzt so satanisch beschreiben? Also in dem Buch habe ich das sehr seicht beschrieben. Ja. Und Satanismus an sich ist ein Instrument, Menschen in die Opferrolle zu zwingen, sie zu zwingen, Dinge zu tun, die ihrer Natürlichkeit widerstrebt. Ja. Kinder in die absolute Angst zu versetzen, Lebensangst, damit sie möglichst viel Adrenalin ausstoßen und man Adrenochrom gewinnen kann. Wie nennt sich das? Adrenochrom. Adenochrom. Adren, von Adrenalin. Adrenalin, Adrenochrom. Ja. Das ist mir jetzt gar nicht mehr... das habe ich auch nicht geschrieben. Ich wollte gerade sagen, das höre ich jetzt Adenochrom. Aber erzähl erst mal weiter. Ja. Und es geht um Macht. Es geht wirklich um, also für viele nicht, aber die meisten, um diesen Spaß am Leid anderer. Die haben da wirklich Freude dran. Daran, sich zu ergötzen an... Also, Kinder als Vieh zu halten, sage ich mal so, und sie zu benutzen. Und also es hat verschiedene Ebenen. Ja. Und auf der oberen Ebene halt auch möglichst viele mit in die Struktur zu ziehen und sie lenkbar und zu halten, so dass sie das tun, was sie wollen und auch Profit machen und alles Mögliche. Ja. So, also es ist ein Macht- und Lenkinstrument, das auch bestimmte Bewusstseins, also Ebenen, es gibt ja so ein Allgemeinbewusstsein, da auch reingeht und bestimmte Sachen kaputt macht. Es gibt ja jetzt immer mehr auch Beiträge bei YouTube oder so, also dass satanische Symbole, Worte, Zeichen, ne? Also ich glaube, warte mal, wie war das? Dass dieses Zeichen von Politikern, vom Papst, von Musikern, Musiker. Das geht in die ganzen Ebenen. Ne, das wird so
ja, wie ein, ja, ist ein Victory-Zeichen. Oder die Ich liebe dich geht so. Aha. In der Gebärdensprache im Deutschen heißt das Ich liebe dich. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist das denn? Nein, das. Naja, ist das, aber es ist ja eine Anlehnung daran, ne? Ja, gut, aber ich weiß jedenfalls, dass wirklich Politiker, Kirchenvertreter dieses Zeichen benutzen. Mhm. Also, dass das nicht, dass man sich das nicht vorstellen, dass das einfach nur im Geheimen passiert. Ach so. Es passiert im Geheimen, aber hat enorme Auswirkungen. Die Strukturen sind überall zu sehen. Ja, bis in die höchsten Riegen. In die höchsten Ebenen. Bis wirklich in die höchsten Riegen. Da sind Anwälte, Ärzte, Richter, Polizisten, alles dabei. Politiker wahrscheinlich auch. Ja, natürlich, absolut. Ja. Ja. Also Dutroux war, glaube ich, einmal in Belgien. Ich war in Belgien, ich setze da nie wieder einen Fuß hin. Ja, ich meine jetzt, da kam das ja so mal ein bisschen hoch, dass da auch Strukturen eben bis in die höchsten Ebenen war. Okay. Vielleicht fangen wir mal an. Du nanntest das ein geschütztes Kind. Ja. Nehmen wir einfach mal dieses Stichwort. Okay. Das ist ja auch in Tüttelchen zu sehen, ne? Ja, also, aber sowas von. Also, ich war ein geschütztes Kind, weil ich angemeldet war. Du hattest eine Geburtsurkunde. Ich habe eine Geburtsurkunde, ich war offiziell da, ich habe in einer normalen Familie gelebt, ich bin zur Schule gegangen. Das heißt, ich habe nach außen hin das Bild von absoluter Normalität ausstrahlen müssen. Mhm. Und das sind die geschützten Kinder. Also nachts passiert aber das Gleiche wie mit allen anderen. Und die ungeschützten Kinder, die werden von Kinder aus dem Kult geboren. Mhm. Es werden Pförten abgetrieben und schlimme Sachen damit gemacht. Und die werden halt in Schuppen, Häusern, Kellern gehalten, am Leben gehalten, um sie wieder zu benutzen. Für diese Riten? Für die Riten. Entweder um neue Kinder zu gebären oder um geopfert zu werden oder bei Orgien da herzuhalten und all solche Sachen. Ja, das sind die sogenannten ungeschützten Kinder. Das heißt, die gibt es gar nicht? Nee, die gibt es nicht. Oft nicht? Nein. Mhm. Die werden anonym geboren, da sind ja auch Gynäkologen dabei. Mhm. Und da weiß keiner was von und die sind nicht gemeldet, die gehen nicht zur Schule, nichts. Bekommen die einen Namen? Nein. Auch nicht? Nein. Also meines Wissens nicht. Ja, weil das war jetzt kein Thema hier, aber das nein, so weit wollte ich da nicht gehen. Nee, ist klar, aber die haben auch keinen Namen. Meines Wissens nicht, nein. Okay. Das heißt, du hast nach außen hin ein Leben, ein quasi normales Leben führen müssen, aber, so wie ich das im Buch verstanden habe, dir war das gar nicht so bewusst, was da nachts passiert. Also nicht so, sondern ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich hatte totale Amnesie. Ja. Ich bin konditioniert worden darauf, eine stille Dienerin zu sein. Das heißt, ich war eigentlich konditioniert darauf, strohdoof zu sein, nicht zu wissen, nicht zu sagen. Nicht zu fragen. Nicht zu fragen und zu tun, was man mir sagt. Punkt. Mhm. So, und dazu gehörte auch, zur Schule zu gehen, zu lernen, wie es denn möglich ist mit so einem Kopf, ja? Ja. Die Leistung zu erbringen, die verlangt wird, damit es halt normal ist. Mhm. Und in die gesellschaftlichen Strukturen passt. Das heißt, du hattest, wenn du morgens aufwachtest, null Erinnerung? Null. Du gehst ja auch sogar so weit, dass, also Mind over Matter, dass man dich so konditioniert hat, dass die Wunden, die dir zugeführt würden, wie auch immer, dass die praktisch nicht sichtbar waren? Nein, oder jedenfalls, nein. Dass du nicht am Morgen... Nein. Natürlich haben die Möglichkeiten, einen so zu foltern, dass man wirklich nichts sieht. Ja. Und wenn man was gesehen hat, dann war das innerhalb von kürzester Zeit weg. Mhm. Und das gibt es auch. Also wenn man sich multiple Persönlichkeiten anguckt, die eine, die hat schweren Keuchhusten, dann springen die um, gesund. Der Körper, oder Diabetes, habe ich schon. Genau. Ja, also es geht innerhalb von Sekunden und der Körper kann das. Das hat ja alles noch gespeichert. Das habe ich, also bisher habe ich das immer so gesehen. Multiple Persönlichkeiten haben in ihrer Kindheit so viel Grausamkeit erfahren, dass sie das hätten gar nicht überleben können, wenn sie nicht in eine, also diese Möglichkeit gehabt hätten, eine andere Persönlichkeit zu entwickeln. Wobei das aber auch ganz bewusst herbeigeführt wird, um natürlich kult- und täteraffine Anteile zu züchten.
kult- und täteraffin. Das heißt, du hast ja gesagt, du wurdest zur Dienerin praktisch konditioniert. Ja. Das heißt, es gab andere Kinder, die zur Täterin sozusagen. Absichtlich. Also, die haben mich auch absichtlich zur Täterin gemacht. Das ist da, das wird da heroisiert. Mhm. Und wenn man das nicht macht, das geht gar nicht. Also da wird die Hand geführt, da werden die Litaneien dazu aufgesagt und dann ist man Gehirn gewaschen bis zum Dort hinaus. Da geht nichts anderes mehr. Ja. So, und das machen die mit jedem. So, aber manche, also grundsätzlich die meisten, werden halt bewusst gespalten, so dass sie sagen können, okay, du bist eine Anführerin, du machst dies und das. Mhm. Und der ist so loyal dem Kult gegenüber und die wissen auch nichts voneinander, dass die da einen vollen Zugriff haben. Die haben die voll unter Kontrolle. Und das sind mehrere Anteile, die können doch nicht mal viel tun. Ja. Weil dann kommt der andere hoch und der andere weiß nichts davon und dann war es das. Ja, ja. Ja. Und dann da rauszukommen, ist echt die Härte. Du hast geschrieben, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit, also das könnte man ja auch mal, kommen wir gleich noch zu, wie du das im Laufe der Jahre dann überhaupt erstmal Schicht um Schicht dir bewusst wurde, was deine Seele oder dein Tagesbewusstsein ertragen konnte. Mhm. Aber letztendlich hast du gesagt, dass du dort auch Kinder geboren hast, bis hin, dass du auch ein Kind töten musstest. Ja. Das wusstest du aber am Tag nicht. Um Gottes Willen. Ich wusste wirklich gar nichts. Hätte man mich, bevor die Erinnerung zaghaft anfing, gefragt, hätte ich gesagt, das gibt's überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja, die Amnesie war wirklich wasserdicht. Und du hast auch geschrieben, dass dort mit Hypnose gearbeitet wird. Ja. Also das ist das, was ich früher, ne, wenn ich Hypnose gehört habe, es ist Macht, also über Menschen, so, ich gebe selber Hypnosen und kann das Wunderbare, im Gespräch mit dem Unterbewusstsein sozusagen die Irrtümer aufdecken oder so. Aber dieses Werkzeug, also in einer direktiven Hypnose. Mhm. Also es ist so eine besondere Mind-Control-Hypnose. Also ich erinnere auch lange nicht alles. Ja? Ja. So, das muss ich erstmal dazu sagen. Und wenn man ein Kind in eine existenzielle Situation bringt und ihm dann Litaneien ins Ohr flüstert, das ist wie eine Hypnose, das geht so durch. Ja. Und in dieser Situation, wo man denkt, wenn du das nicht tust, bist du tot. Ja. Das geht so durch und das ist auch eine Form von Hypnose. Aber klar. Ne? Aber klar, das geht. Und das ist der Mechanismus, mit dem die hauptsächlich gearbeitet haben. Ja, also mit dieser Angst. Mit dieser Angst und mit Todesangst, mit Bedrohung, mit Schuldzuweisung und damit das, was sie tun, absolut zu heroisieren. Du hast am Anfang von Adrenochrom gesprochen. Ja. Ich habe mit Armin Risi über dieses Phänomen gesprochen. Warum Kinder? Warum Kinder? Und da sagte er, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder aus deiner Erfahrung, wir Erwachsenen, wenn es unserer Seele zu viel wird oder unserem Bewusstsein, dann fallen wir in Ohnmacht. Wir können das nicht mehr ertragen, also gehen wir in die Ohnmacht, werden ohnmächtig. Das können Kinder nicht. Die sind pure Lebensangst. Mhm. Und wir haben den Film Matrix, wo sozusagen von den Emotionen gelöst. Und da muss so viel Energie drin sein, offensichtlich. Also wirklich, das, du hast gesagt, die haben Spaß dran, aber offensichtlich ist das ja fast wie eine Nahrung. Also wie nur fast. Das ist Nahrung. Das ist für die Nahrung. Es ist, also diese Lebensangst, diese Todesangst, diese reine, die pure Todesangst eines Lebewesens ist für die Nahrung. Weil hier gibt es ist ja eine Freimaurerstadt, Leipzig, und da gibt es zum Beispiel am Hauptbahnhof und in der Nähe vom Hauptbahnhof so kleine Jungs. Mhm. Und seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftige, und dann diese Figuren sehe, wird mir übel. Mhm. Wird mir übel, zurecht. Weil ne, der normale Betrachter, die kleinen Jungs und so. Mhm. Und in Wirklichkeit symbolisieren sie was anderes. Das ist mir jetzt wichtig, auch für die unter Ihnen, die bei den Freimaurern sind. Ich habe bei den Freimaurern ganz feine Menschen kennengelernt. Aber es gibt tatsächlich
sag ich mal, Hochgrad-Freimaurerei, die mit den unteren eigentlich auch nichts zu tun haben. Es gibt ja die, wo es wirklich um Macht geht. Und diese Verschwiegenheit, die Arkan-Disziplin, ja, ne, ich war ja 2 Jahre Gast bei denen, und mein Bürger hat gesagt, weißt du, wozu der Schlips da ist? Ja, der Schlips ist dazu da, dich daran zu erinnern, wenn du das Schweigegelübde brichst, wirst du an diesem Schlips aufgehängt. Super. Okay, also auch da schon auch auf den Rängen. Naja, das ist ja die Vorbereitung für sowas. Ne? Dass, ja. Die haben ja alle verschiedene Ebenen. Ja. Und die werden ja psychisch rangeführt, weil die brauchen ja auch Nachschub. Und auf bestimmten Ebenen müssen bestimmte Sachen funktionieren. Und da sorgen die halt für. Du hast in diesem Buch, ich halte es jetzt mal in die Kamera, wunderschöner Titel, Bevor du aufgibst. Ganz genau. Ja, also Heilung von rituellem Missbrauch und anderen Traumatisierungen. Hast du ein Gebet? Eine Litanei. Eine Litanei, sorry. Ne? Ich bin der Herr, dein dunkler Gott. Mhm. Du gehörst mir. Mhm. Und das ist eine Litanei, die in bestimmten Situationen sozusagen wie eine Konditionierung. Ja, das sind die Konditionierungen. Also bei mir waren die Konditionierungen mit Litaneien aufgebaut. Ja. Und die waren so viel, also das ist jetzt eine ganz seichte. Ja. Und die sind so vielschichtig. Also in den Jahren habe ich festgestellt, dass es keinen Bereich in meinem Leben gibt, keine Emotion, kein Gedanke, kein Nichts, was nicht damit belegt war. Also ein ausgeklügeltes, wahrscheinlich über Jahrhunderte... Hochausgeklügeltes System. Jahrhunderte entwickeltes System. Genau. Menschen in die Macht zu bringen. Aber wie, das kam jetzt in diesem Buch jetzt nicht vor, weil du ja ausgestiegen bist. Mhm. Also das, diesen hatte das Willen Glück in dir, das Glück, ja, und auch, sag mal, den Willen, ja, irgendwann entwickelt hast, unter vielen Schmerzen, ja. Mhm. Hast du eine Ahnung oder könntest du beschreiben, wie dann dieser Wechsel geht? Weil die Erwachsenen, die dann mit dem Auto irgendwo hinfahren, die müssen ja wissen, was sie tun. Glaube ich nicht alle. Okay. Also das heißt, wenn die aktiv ihre Kinder einpacken und in so ein Schloss oder in sonst was? Also natürlich gibt es welche, die genau wissen, was sie tun, aber es gibt auch welche, die sind auch multiple und die leben das auch so. Die Erwachsenen? Ja. Okay, dann gibt es Triggerworte oder bestimmte... Umschaltworte, kriegst ein SMS, ein Anruf, fertig, Bums. Okay. Diese Frage war mir ganz wichtig. Mhm. Also genau. Wann findet dieser Wechsel statt von unbewusst in bewusst teilnehmen? Genau. Also die haben natürlich ein Alltagsbewusstsein, wo die genau wissen, wie sie funktionieren haben, genau so. Ja. Und dieses Kultbewusstsein. Und also es gibt, ich weiß das jetzt auch nicht so genau, aber es gibt welche, die sind eben durchgehend multiple und das wird auch genutzt und die leben das auch so. Und es gibt welche, die haben das bewusst. Mhm. Mhm. Weil wenn, ich sag mal, wenn Politiker und Staatsanwälte, Richter, ja, Polizisten... Die haben, da gibt es schon einige, die haben schützen, das durchaus bewusst. Ja, und so, dann müssen die ja davon ein Bewusstsein haben. Korrekt. Manchmal höre ich, sind das überhaupt Menschen? Kann es sein, dass da drunter... Wie weit darf ich ausholen? Ja, ja, bitte, bitte. Also ich jetzt abgesehen... Ja, also uns wurde ja immer gesagt, ja, wir haben, und ich habe tatsächlich noch dran geglaubt, lange Zeit, dass wir Menschen zu allem fähig sind, sozusagen zum Liebevollsten und zum Grausamsten. Und mittlerweile habe ich da meine Zweifel, ob dieses Grausame Zueinandersein wirklich zu unserem Menschsein gehört. Zum eigentlichen Menschsein überhaupt gar nicht. Der Mensch an sich vom Grund her ist liebevoll. Ja. Absolut. Ja. Ja, und das, ich arbeite aus diesem Bewusstsein heraus auch als Therapeutin. Ja. Weil der Mensch es wert ist, wieder zu sich und in seine Liebe gebracht zu werden. Ja. Der ist nämlich Liebe. Ja. Deswegen sind wir hier, wir Menschen. Ja. Aber es gibt halt Ebenen, die anders sind und die durchaus auch Besitz ergreifen können und die auch durchaus inkarniert sind und die was anderes wollen. Okay, also du würdest meine These, dass es tatsächlich nicht menschliche Spezies hier auf der Erde gibt, die einen menschlichen Körper haben. Ich habe tatsächlich eine 9-jährige Kasachin kennengelernt, die konnte sagen, konnte sie unterscheiden. Das ist ein Mensch und das ist ein Nichtmensch. Ja,
Kann ich auch. Kannst nicht du immer, auch. Aber immer öfter. Tatsächlich? Ja. Ja. Also ich gucke dann quasi so durch. Ja. Sehe dann so die energetische Ursprungsform. Ja. Kennst du den Film Eyes Wide Shut? Ja. Da ist mir das erste Mal klar geworden, dass Menschen oder also auch Menschen ja nur dann fähig zu solchen Grausamkeiten sind, ja, wie sie in der Politik, wenn sie auf der Weltebene geschehen, wenn sie als Kind so dermaßen traumatisiert werden. Ja, richtig, die werden ja dahin erzogen, hingezüchtet. Ja. 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 Und die Maßnahmen sind gravierend und zutiefst psychologisch und die wollen das so. Das hat sogar der Marcel Polte sehr gut rausgefunden und zwar belegt über CIA-Akten und so weiter. Aus einer ganz anderen Ecke, der hat damit nichts mehr zu tun. Und das ist sehr schön, das von einer anderen Ecke von Nicht-Betroffenen zu hören, dass es wirklich belegt ist und dass es passiert ist. Das? Das steht in seinem Buch. Ich meine, was ist belegt? Mit dem Satanismus. Ach so. Mhm. Das steht in seinem Buch Die neue Weltordnung. Ja. Marcel? Polte. Polte. Du hast ja auch an einem Film mitgewirkt. Ja, Höllenleben. Von der Liz, wie heißt das? Liz Wiesgerstrauch. Wiesgerstrauch. Ja. Wiesgerstrauch. Ja. Da hat deine Schwester dich hingebracht, glaube ich, ne? Ja, genau. Also wir haben uns ja viele, viele Jahre nicht gesehen, den Kontakt abgebrochen, weil wir sind einfach so gegensätzlich konditioniert, dass das nicht gehen kann. Damit ja keine Solidarität ganz entsteht. Ganz genau, das ist also ganz bewusst verhindert worden. Ja. Und sie hat dann sich mit der Liz Wiesgerstrauch, ist sie dann irgendwann bei mir gekommen und die haben da schon ein Jahr überlegt und ich muss dann innerhalb kürzester Zeit mir überlegen, mache ich da mit? Mhm. Und da hatte ich gerade frisch eine junge Familie, einen kleinen Sohn und war mir aber ein Anliegen, das in die Welt zu bringen und deswegen habe ich da mitgemacht und im Zuge dessen haben wir auch eine Anzeige gestartet, die, da haben die sogar eine Soko gebildet, aber da haben die ja, wie man, nichts gefunden. Ne? Nicht, weil ihr auch durch Irrfahrten und sonst was diese Schlösser oder abgelegenen Gehöfte oder sonst was gar nicht gefunden habt. Also erstmal das. Erstmal war ich ständig mit Drogen voll oder hatte Säcke über dem Kopf. Ja. Und also mit Drogen wird auch gearbeitet. Aber ja. Okay. Und und die können einem ja auch falsche Erinnerungen einpflanzen. Ja. Und wenn ich mich dann an was erinnert hätte, entweder war da gar nichts. Ja. Oder wenn wir uns gemeinsam an einen Ort erinnert hatten, haben sie halt keine Beweise gefunden. Ja. Die sind ja meist am Vertuschen. Wie ist es mit den Stimmen? Also ne, das Erste, was wir als Kind wahrnehmen, sind die Stimmen. Als ich Erinnerungen hatte, konnte ich auch anhand der Augen und Stimmen Menschen identifizieren. Aber es zählt ja nicht. Es zählt nicht. Wenn keine Beweise da sind. Aber auch, was mich angesprochen hat in deinem Buch, ist, dass es dir ein Anliegen ist, raus aus dem Opfer. Ganz genau. Ja, hinein in die Liebe, in die Selbstverantwortung und in ein selbstbestimmtes Leben. Ja, genau. Weil Hass und Rache bringt überhaupt gar nichts. Ja. Und dieses System kann nur gesprengt werden, indem man selbst in die Selbstliebe geht und unabhängig wird und sich selber lebt und somit sich davon befreit. Wie war der Anfang? Weil der Weg war lang. Der Weg war 30 Jahre. Ja. Der Weg war extrem lang. Also der Anfang war, ich habe es irgendwann geschafft, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Mhm. Und das dauerte nicht lange, innerhalb von 3 Monaten fing ich an, Erinnerungen zu bekommen. Weil es nicht neu gespeist war? Weil ich einfach, weil ich da raus war. Ich war schon einmal rausgezogen mit 18, aber da haben sie mich nachts noch geholt. Ja. Und da jetzt nicht mehr. Ich hatte irgendwie, keine Ahnung, aber da jetzt eben nicht mehr. Mhm. Mhm. Und da haben sie mich rausgelassen, weil ich so eine Amnesie hatte. Die haben sich, glaube ich, überhaupt keine Sorgen gemacht. Ja. Na, mir glaubt ja, also hat sowieso niemand geglaubt. Und und das fing dann mit so seichten Erinnerungen an. Also die waren subtil, das waren einfach lange Stöcke. Und ich denke, wie jetzt? So, aber es fühlte sich so subtil an, dass ich wirklich nichts mit anfangen konnte. Und das war eine Zeit, wo dann meine Schwester noch mal irgendwie wir Kontakt hatten. Und sie sagte, hey, egal woran du dich erinnerst, das stimmt. So, und ich meine, wir können nicht miteinander, aber dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Ja. Dass sie dir Mut gemacht hat, an dir selber zu trauen. Ja, genau. Mhm. So, und
Ja, und dann ging das irgendwie seinen Gang. Das hat sich dann durchgeboxt und ich musste es aushalten. Ich habe dann Selbsthilfegruppen gesucht, aber das ging so weit, dass ich dann in die Klinik wieder gehen musste. Noch ein zweites Mal und mich dann an Missbrauch erinnert hat. Aber bis das so wirklich an den Satanismus rankam, das hat lange gedauert. Und ich kann auch nicht wirklich erinnern, wann das wirklich umzwitsche, dass ich wusste, das ist Satanismus. So, also den Zeitpunkt kann ich nicht wirklich benennen. Aber ich habe dann das Glück gehabt, eine sehr, sehr gute Therapeutin zu finden, die auch spirituell orientiert ist. Und eine, die nicht klassisch arbeitet und immer wieder nachbohrt, ja. sondern die es dann stehen lässt und zum nächsten weitergeht. Und das war meine Rettung. Also die dir einen Raum geöffnet hat. Genau. Ja. Ja. Aber dein Mann kam damit nicht klar, ne? Auf Dauer. Nicht wirklich. Also er ist... Also dein Ex-Mann. Mein Ex-Mann, ja. Nicht wirklich. Also wir hatten die gleiche Gesinnung spirituell gesehen und auch was so politische Besonderheiten anging. Und von daher dachte ich auch, der würde das gut verstehen. Aber der war auch, als wir diesen Film drehten, der war schlichtweg überfordert, ja. So, der hat sein Bestes getan, aber so, also wenn ich dann nach den Vernehmungen weinte, wurde er wütend, weil er es nicht aushalten konnte. Und das war mir natürlich keine Hilfe. Ja. So, also mentale Unterstützung war er nicht in der Lage, mir zu geben. Und dann war ja auch mit, dass dein Sohn erstmal bei ihm war. Nach der Trennung musste ich ihn leider gehen lassen, mein Sohn. Mit 9. Aber ihr seid wieder zusammengekommen. Ich liebe den und das ist mein ganzer Stolz und ich habe den jetzt wieder auf dem richtigen Weg und das macht mich wirklich sehr glücklich, dass der bei mir ist. Dass das mit all diesen Erfahrungen möglich ist. Ja. Was würdest du Menschen, das ist natürlich echt schwierig, wie spricht man Menschen an, die so konditioniert sind, dass sie sich an nichts erinnern? Aber vielleicht doch irgendwo ein... Braucht man nicht. Also die Seele hat ihre Zeit. Und also der Weg der Heilung ist, dass man ein bestimmtes sicheres Umfeld braucht, damit etwas hochkommen kann. Ja. Und erst dann kommt etwas hoch, bis man wieder ein sicheres Umfeld hat und dann kommt das nächste hoch. Und so geht das dann... Zwiebelschalen ähnlich. Ja, genau, bis es durch ist. Ja. Und das kann keiner forcieren und keiner bestimmen. Das muss von selbst kommen und es darf einem auch bloß keiner sagen, denn wenn es im Kopf ist, ist die Angst davor so groß, dass jegliche Heilung und Erinnerung entweder unmöglich oder erschwert ist. Das habe ich ohne den nahe treten zu wollen bei vielen Psychologen den Eindruck, dass sie sowas von Angst besetzt sind, dass sie da drum rumschiffen und diesen Raum gar nicht geben können. Also da hast du wirklich einen Glücksgriff getan, dass diese Frau... Ja. Aufgrund ihrer spirituellen Haltung diesen Raum geben, dass sie nicht in enge Konzepte dicht gesperrt hat. Das war der absolute Glücksgriff. Ja. Und vor allen Dingen, ich bin ja, also die benutzen die Kinder ja auch für dunkle Energien und also alles, das war ja alles also mit Todesängsten belegt. Ja. Und die hat mir gezeigt, guck mal, wenn ich hier die Hand auflege und da strömt was und du spürst das, dann lebst du immer noch. Ja. Also die hat mir diese Todesängste davon genommen und deswegen konnte ich diesen Weg überhaupt erst gehen. Ja, also das ist das Erste, dass man einen Menschen hat, der das auch mit dir aushält oder ein Umfeld, dieses Aushalten. Ja. Ja, was da hochkommt und das kann ich ja nur, wenn ich das Vertrauen habe. Richtig. Also das... Genau. Dass es um Heilungsschmerz oder so geht. Also die ersten Jahre bin ich jede Nacht auf meinem Sofa gestorben. Ja. Und dadurch, dass ich, also ich hatte nur wöchentlich eine Stunde und das war mein Anker. Ja. Und dadurch wusste, da gehe ich hin, da kann ich alles erzählen, auch belangloses Mal, ja. Und weil manchmal hat man einfach nicht die Kraft, irgendwo reinzugehen. Und am Anfang war es einfach so, den Alltag erstmal auf die Reihe zu kriegen. Wir sind am Anfang nicht in Konditionierung gegangen, in Programmierung oder so. Da ging es um den körperlichen Missbrauch an sich, ohne Kult, ohne irgendwas dazu. Und einfach diesen Schmerz und dieses zwischenmenschliche Miteinander zu lernen. Als ich das erste Mal in der Klinik bin, habe ich mir Menschen angeguckt und dachte, die fühlen ja was. Das war mein erster Gedanke, tatsächlich. Ja, ich musste merken, dass das soziale Wesen sind. Ohne Scheiß. Weil du das bis dahin überhaupt nicht kanntest. Nee. Weil du instrumentalisierst was. Du warst immer Mittel zum Zweck. Ja. Und hast natürlich alle Gesichter sozusagen als diejenigen
gesehen, die dich zum Zweck, für einen Zweck benutzen, aber nicht dich sehen. Richtig, ganz genau. Ja. Und jetzt habe ich einen Fahnenfehler. Sorry, habe ich wieder dazwischen gequatscht. Also dieses Umfeld. Ja. Aushalten. Ja, aushalten ist das Allerwichtigste. Und das hat wirklich die ersten Jahre meiner Therapie ausgemacht. Ja. Aushalten und eine Hilfe, den Alltag zu bewältigen, ist die erste Stufe. Und das ist auch, ich sage immer, ich bin dreimal durch die Hölle gegangen. Mhm. Ja. Und das kommt immer wieder. Und diese Erinnerungen, die hauen einen wirklich um und die ganzen Todesängste kommen wieder. Und wenn ich jetzt das Sofa verlasse, bin ich tot und all so eine Scheiße kommt dann. Mhm. Ja? Mhm. Und, aber es muss raus, damit es freigegeben werden kann. Die Speicher müssen geleert werden, diese ganzen aufgestauten Emotionen. Anders geht es nicht. Wie kann man sich das vorstellen, dass der Speicher geleert wird? Also ich habe so was, Zellgedächtnis und genau, so weiter. Genau, Zellgedächtnis und wir haben ja auch einen Energiekörper. Ja. Und das wird überall hingestopft. Also ich arbeite ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen des Energiekörpers und ich finde das dann auf ganz vielen Ebenen wieder, dass das gestaut ist, so dicht, dass nichts mehr fließen kann. Und wenn man das zurückhält, fühlt man ja auch nichts mehr. Man muss dann ja alles zurückhalten. Also hat man auch keine Alltagsgefühle mehr, nichts mehr. Mhm. Ich habe mich immer als laufender Zombie bezeichnet. Selber schon? Selber schon. Also ich meine, als schon als Jugendliche? Oder danach? Nee, als ich das erste Mal in der Klinik war, sage ich, ich bin Zombie. Okay. Mhm. Ich fühle nichts, ich kann nichts, ich kann nicht mit Menschen umgehen, ich bin strohdoof. Mhm. So, sozial, ja? Mhm. Das war mir bewusst, aber ich wusste auch nicht, wie es geht. Mhm. So, und das geht einfach nur über geschehen lassen. Also Kontrolle loslassen, geschehen lassen. Und was ganz, ganz wichtig ist dabei, darauf zu vertrauen, dass die Seele an Erinnerungsschüben das freigibt, was man aushalten kann. Ich bin abends mit dem Gedanken, ich sterbe gleich auf dem Sofa eingeschlafen, aber ich bin jeden Morgen wieder aufgewacht. Mhm. Und ich war klar im Kopf. Mhm. Und das muss man wissen. Mhm. Ja. Die Seele gibt nur so viel frei, wie der Mensch aushalten kann. Und das aber auch aushalten muss zur Heilung zu kommen. Ja. Ja, ich sag mal, wie viele Leute betrinken sich oder hauen sich sonst was in die Adern, um diesen Schmerz nicht zu fühlen. Ne? Genau, aber das lässt alles stocken, das verlängert den Weg. Ja. Denn nur wenn man da durchgeht, lässt man es auch frei und lässt es los. Und kann dann, wenn der Sturm vorbei ist, das neu wieder und anders betrachten. Mhm. Ja? Mhm. Das heißt, und Psychopharmaka, welche Rolle haben die da gespielt? Nur als ich das zweite Mal in der Klinik war und die habe ich eigenständig wieder abgesetzt, weil das behindert alles. Da habe ich Schimpfe gekriegt, war mir aber egal. haben sie mich ausgemeckert. Ich könnte ja nicht eigenständig da was absetzen. Sie sind doch nicht hier Herrin über ihren eigenen Körper. Nein, also wie kann das denn sein? Genau. Ja, okay. Und das war mir in dem Moment aber egal. Du hast dich ja dann für den Heilpraktiker, du hast im Büro gearbeitet und merkst, das ist überhaupt nicht deins. Nee, gar nicht. Und hast dich dann zur Heilpraktikerin ausbilden lassen, ja. Oder für ausgebildet. Psychotherapie. Ja, ja. Mhm. Also ich habe vorher schon ganz lange energetisch gearbeitet. Energetisch gearbeitet ist so eine Chiffre. Chiffre für alles, bitte, ne? Bitte einfach vielleicht, dass du es konkret für dich. Also ich arbeite energetisch in allen Energiekörpern. Oder im kompletten Energiesystem, emotional und psychisch stabilisierend und lösungsorientiert. So, dass ich an den Kern der Dinge gehe und das löse. Ich kann Schlüsselmomente neu belegen, aber anders als in Hypnose, wo einfach nur irgendwie Bilder verändert werden. Ja. Sondern indem ich da die Informationen gebe, die es wirklich braucht. Und man kann ja Seelenanteile aus einer Situation holen und heilen und integrieren. Und Integration ist das Zauberwort schlechthin. Ja, absolut. Ne? Und so mache ich das dann. Mhm. Ja? Und während dieser Energiearbeit kam dann raus, also, dass es durchaus auch therapeutische Gespräche wichtig sind, weil sich dann energetisch was löst und man dann darüber spricht, wie gehe ich damit um, wie mache ich weiter, was kann ich für mich tun. Und das hat an dermaßen therapeutischen Charakter, dass ich wirklich einen Heilpraktiker gemacht habe, um das offiziell tun zu dürfen. Mhm. Ist es so, kann man sich das vorstellen wie eine Art Puzzle? Also Puzzle, also die Seelenanteile, ein Seelenanteil nach dem anderen, der bisher im Dunkeln lag, weil er so schmerzbehaftet ist, dass man ihn nicht haben wollte, sich zusammengesetzt hat. Und hast du das Gefühl, jetzt wieder ganz zu sein? Ich? Absolut, ja. Ich habe mir alles zurückgeholt. Jetzt? Ja, aber ich. Es war ein
langer, langer Prozess. Ein harter Prozess. Weil diese Seelenanteile durch, also zum Beispiel Seelenanteile, wie der Mut für sich einzustehen, die werden absolut rauskonditioniert und energetisch weggesperrt, ja? Ja. Also so. Und wenn ich dann sehe, ich hole die raus, das sind schon ganz schön harte Dinger manchmal, ne? So wie die weggesperrt werden. Und die kann man dann mal energetisch aufbauen und integrieren. Und dann hat man den in sich und dann kommt die Gewohnheit, die alten Ängste kommen hoch und dann geht es darum, da weiterzugehen und zu sagen, ich will für mich einstehen, ich will diese Energie jetzt nutzen und ich mache weiter. Mhm. Also der zweite Teil ist nochmal mindestens genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Der zweite Teil. Also für sich einzustehen, das ja. Üben. Also ja. Über den Widerstand hinauszugehen. Aber dafür musst du es ja erstmal fühlen. Ja, genau. Also ja. Auch da fühlen ist das ist A und O. Das A und O. Ja. Ja. Weil, ist die Lebendigkeit. Ja. Ne, weil man sagt ja auch, der blutrünstigste Killer ist häufig im Innern ein hochsensibler Mensch, der so konditioniert und traumatisiert wurde, dass er einen Panzer. Ja. Das um sich gebildet ja. Hat und da nichts durchkommt an menschlichem Empfinden, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ne? Ja, gut. Also ist jetzt eine Chiffre. Ja, genau. Ja, ja aber so funktioniert es ja. Ja, also nichts fühlen. Nichts ja, fühlen. Nichts fühlen. Ist das Schlimmste überhaupt. Das ist das, womit die uns kriegen, alles zu tun, was die wollen. Und also, das geht über Leid. Ne, bei 9-11, also im Aufwachprozess über 9-11, ist mir klar geworden, das können nur Wesen gemacht haben, die nichts kein menschliches Empfinden haben. Genau. Das waren nicht diese 19 Terroristen so angeblich oder sowas. Mhm. Ja, nur Menschen oder Wesen, die kein Mitempfinden haben. Genau. Überhaupt nicht. Aber ich meine, davon haben wir ja genug hier rumlaufen. Ja. Und trotzdem ist der Einzelne wichtig. Ne? Absolut. Jeder. Ohne den Einzelnen, der den Willen hat, wirklich in sein Herz und seine Liebe und zu sich zu kommen, ja. Haben wir keine Chance. Wie gehst du, wenn du sagst, in die Liebe kommen, wenn du zurückblickst, kommt dann noch sowas wie Hass und Rache hoch? Nein. Nicht mehr? Das habe ich aufgegeben, das frisst mich nämlich auf. Also es ist eine stille Akzeptanz. Ja. Ich habe das erlebt und es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Und jetzt endlich, nach vielen Jahren, habe ich das akzeptiert und ist in Ordnung und ich hadere nicht mehr mit meinem Schicksal. Mhm. Ja, und lebe damit mit meinen Narben. Es gibt in der Theologie die Theodizee-Frage. Das heißt, wie konnte Gott das zulassen? Als ja, das ist, das war gestern. Es gibt noch Menschen, die diese Frage so stellen. Heute in einer Gesellschaft, wo die Esoterik halt und das Spirituelle hochkommt, wobei ich das eine nicht unbedingt immer deckungsgleich sehe. Ich trenne das total. Aber dieser Satz, wir kreieren uns unsere Realität selber, weil wir Geistwesen sind, uns diesen Körper schaffen und so. Und jetzt kommen wir natürlich an so einen ganz heiklen Punkt. Ja. Ja, wie kann ich einem Menschen sagen, das hast du dir selber kreiert. Mhm. Ja. Ne, also als Kind das zu erleben, zu erleiden. Weiß ich, habe ich auch am Anfang gedacht. Das kann also ja nicht sein. Zwei also, Sachen dazu. Ja. Also einmal ist es so, dass wir, bevor wir inkarnieren, wirklich in einer Planungsrunde sitzen und uns aussuchen, was wir tun. Und wir wissen dann nicht mehr, wie es uns menschlich hier unten geht und sagen, wie können wir den größten Unterschied machen? Wie kann ich Vergebung, wie kann ich Liebe auf die Erde bringen? Und wie sieht der Weg dazu aus? Mhm. Da bringen wir uns an unsere eigene Grenzen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir durchaus abgefangen werden können und das Ganze dann nochmal potenziert verschlimmert werden kann. Eben damit wir nicht rauskommen. Es war gar nicht geplant, dass ich rauskomme. Ja, und überleben. Und dann schlagen wir denen das größte Schnippchen. Okay. Weil ne, das klingt ja für jemanden, der das erlebt hat und eben nicht den auch ja. Hat nie was von Spiritualität gehört, klingt das einfach grausam. Ne? Ist es auch. Ja. Also ich habe da, mir wurde das ja auch gesagt und ich habe da viele, viele Jahre drüber nachgedacht. Hm. Und ich gedacht, erstmal war ich da auch bis zum Ende hinaus wütend. Ja, klar. Ja. Und dann beruhigte sich das und dann dachte ich darüber nach und es fühlte sich, ich horchte in mich und dachte, ja, ich habe mir was ausgesucht, aber nicht das. Mhm.
Ja, nicht so. Also du hast was sozusagen global oder ein Thema ausgesucht. Genau, aber nicht so dramatisch schlimm. Also so tief in die Dunkelheit wollte ich niemals rein. Das kann so. Ich nicht sagen. Und mir ist auch bestätigt worden, dass ich abgefangen wurde, also bewusst da reingesteckt wurde. Und ja, und irgendwie ist es damit für mich gut. Also dann ist das jetzt so. Mhm. Ja, und ich habe ja überlebt und mir geht es jetzt prima. Mhm. Und ja, jetzt habe ich das akzeptiert so. Ne? Das heißt, und das ist ja auch die Zielrichtung deines Buches, eben nicht in die Anklage zu gehen. Genau. Weil jeder Widerstand gegen etwas macht das stärker, wogegen man kämpft, sondern umgekehrt Menschen zu helfen. Ist das der Schwerpunkt deiner Arbeit eigentlich? Ja. Also, dass die Menschen zu dir kommen, die Ähnliches erlebt haben oder zumindest Traumatisierung in der Kindheit? Also ja, das muss gar nicht so schwer sein, weil ich respektiere sehr, dass, schwer. Dass für jeden ist das eigene Erlebte das Schlimmste und das respektiere ich absolut, weil Menschen gehen da gern in die Bewertung und sagen, oh, ich habe ja gar nicht so Schlimmes erlebt. Mhm. Nee, muss auch gar nicht, wünsche ich niemanden. Es geht mir darum, wirklich daraus zu helfen und wieder zu sich zu finden, egal wie das Erlebte sich dargestellt hat. Mhm. Ne? Und ja, das aufzulösen. Und in die Selbstermächtigung zu kommen. Ja. Genau, und Selbstverantwortung. Selbstverantwortung und damit Entscheidungen treffen. Ja. Weil das hast du ja in deiner Kindheit überhaupt nicht. Habe ich nicht gedurft. Ja. Und die Entscheidungen sind die Bewegung im Leben. Ja. Jede Entscheidung macht eine Bewegung. Und stärkt, ja. Also jede bewusste Entscheidung. Also, ja, wenn man sich darin selber unterstützt, dann stärkt sie. Ja. Ne? Wenn man sich darin selber nicht unterstützt, sondern immer wieder schwankt, dann ist das eher schwächend. Mhm. Ne? Wenn man sich selber unterstützt. Schöne Formulierung. So habe ich das noch nie gesehen. Aber bin tief davon überzeugt, dass eben selbst die kleinste Entscheidung, ob ich mal heute einen anderen Weg gehe als den gewöhnlichen. Jede kleine Entscheidung ist eine Entscheidung, genau, die ich bewusst für mich jetzt in diesem Moment treffe. Richtig. Und sie eröffnet, hey, das macht ja Spaß. Ich habe meine ganze Ehe keine Entscheidung, also kaum Entscheidungen getroffen. Mhm. Habe alles meiner Frau zugeschustert und als sie dann starb, musste ich alles selber entscheiden. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, entscheiden ist ja eine tolle Sache. Ja. Wenn ich auf dem Holzweg bin, also der nicht weiterführt, dann gehe ich halt wieder zurück und entscheide ich mich neu. Das ist nämlich das Tolle daran. Ja. Keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt. Und ja, sie sind dazu da, um Erfahrungen zu machen. Ja. Und wenn ich die Erfahrung mache, die Entscheidung war jetzt nicht ganz so das, dann kann ich mich umentscheiden. Oder die Art meiner Entscheidung. Genau. Ja. Und ich habe selber die Fäden in der Hand für mein Leben. Ja. Und das ist das Entscheidende, eigentlich dieser Weg raus. Und da begleitest du mit, du hast deine Internetadresse rasch heilen, in einem Wort, ne? Rasch heilen. Du heißt Sandra rasch heilen. Wobei rasch heilen nicht jetzt heißt, im Schweinsgalopp. Nein, dadurch, auf keinen Fall. Aber schon heißt, dass das, was ich mache, unterstützt, dass das Ganze wesentlich schneller läuft. Ja. Ich habe Klienten, die haben zig Jahre normale Therapie gemacht, kommen kein Stück weiter. Ja. Und wenn die das Wissen schon haben und ich energetisch mit denen arbeite, dann geht das ab wie Schmitz Katze. Ja. Ja. So, weil die Blockaden oder die Strukturen, die sie im System haben, die das verhindern, dann weg sind. Mhm. 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 Wann hast du das erste Mal gespürt, dass du diese Fähigkeiten hast? Das war wirklich zur Jahrtausendwende. Mhm. Mhm. Und zwar habe ich, ich höre ja auch die geistige Welt. Und dann habe ich irgendwie Lachen und Stimmen gehört, wo ich dachte, ey, du hast einen Knall, das geht gar nicht. Und dann habe ich irgendwann gemacht, so jetzt hörst du mal hin und nimmst das mal ernst. Und dann hörte das Lachen auf und es wurden Gespräche draus. Okay. Und mein Ex-Mann damals, der hat eine Feng Shui-Ausbildung gemacht und hat dann gelernt, wie man Besetzung wegmacht. Und die hat er mir weggemacht. Und dann fing das an zu wachsen. Dann konnte ich wirklich in die Richtung gehen und das entwickeln. Das ist eine Besetzung, also energetische Besetzung. Energetische Besetzung, ja. Die wahrscheinlich dafür auch immer gesorgt haben, dass du nach dem Willen des Ritus
Genau, also Besetzungen sind immer manipulativ. Mhm. Das sind schon Bewusstheiten oder das können Anteile von Menschen sein, können aber auch Wesenheiten sein. Mhm. Die klinken sich im Nacken ein und manipulieren einen in bestimmte Richtungen oder halten einen in Süchten, ernähren sich vom Leid und solche Sachen. Ne? Und die kann man einfach auch wegmachen auf verschiedene Art und Weise. Und sowas hatte ich natürlich, ne? Ganz klar. Mhm. Und das hat mich halt daran gehindert, zu mir selbst zu finden und auch wirklich das, was ich wirklich bin und meine Fähigkeiten zu leben und überhaupt auch zu entdecken. Ja. Ne? Ja. So, und danach ging das. Aber das jetzt, sag ich mal, aus dieser nicht physischen Welt, also in der geistigen Welt, ich habe dir ja immer früher geistige Welt, das ist grundsätzlich positiv, aber im Astralen tummeln sich ja auch jede Menge Wesen, die genauso wie die, die sich hier inkarniert haben, ebenso dunkel die sind, oder die sind richtig dunkel, sich von der Angstenergie der Menschen ernähren. Oder vom Leid, vor allen Dingen von der Angst, als ihre Speise. Wie hast du es unterscheiden gab oder gab es diese Stimmen nicht? Also du sagtest, ich habe gehört. Ich habe am Anfang die Engel gehört und dann bin ich aber auch ganz viel, also es gibt auch welche Wesen, die sind dazwischen, die sind nicht böse, aber die verarschen einen gerne mal und da bin ich ganz viel aufgelaufen. Bis ich dann gelernt habe, so ich muss jetzt dreimal fragen, ob die wirklich Licht und mit der göttlichen Quelle verbunden sind und die müssen dreimal antworten und wenn du nämlich keine Antwort mehr kriegst, dann waren das welche, die da nicht zugehören. Das, auch dreimal? Dreimal. Weil das machen wir unter der Hypnose auch. Dreimal muss ein Mensch etwas bejahen, bevor es das Unterbewusstsein angenommen hat. Und wenn es beim dritten Mal schweigt, da stimmt was nicht. Ganz genau. Und alles so ist klar. Das da auch. Und ich habe mich also, inzwischen spüre ich das auch und ich weiß, ich habe gute Anbindungen. Ja. Aber ich frage immer noch, wenn ich mir unsicher bin, frage ich immer noch zwischendurch. Und das habe ich wirklich jedes Mal gemacht. Und dann wurde es erst besser. Aber vorher haben die mich ganz schön in die Irre geführt teilweise und mich auch genappt und so. Also das, das musste ich auch lernen. Also auch da Achtsamkeit? Absolute Achtsamkeit. Achtsamkeit. Ja, weil was da rumläuft, da gibt es genauso hell wie das Helle, gibt es auch genauso das Dunkle. Mhm. Und die können einem wirklich zusetzen. Und wie ist das überhaupt, wie hast du das lieben gelernt? Also entschuldige, wenn ich ja so verstehe konkret, total. Aber, verstehe. Wenn ich gefühlslos als gefühlloses Wesen konditioniert bin, das muss ja eine völlig andere Welt auf einmal. Das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das ist Teil meiner Seele und meiner Essenz. Das Lieben lernen. Das Lieben überhaupt. Ja. Und es war so, dass ich sogar als Mädchen meine Schwester in Schutz genommen habe. Also, es gibt zusätzlich dazu auch den Mechanismus, dass man heroisiert. Also es ist so, wie wenn die entführten Menschen sich in ihren Entführer verlieben, aus Abhängigkeit heraus. Stockholm-Syndrom. So, und das war es natürlich auch. Ja. Und das fühlte sich wirklich auch für mich so an, als wenn ich die lieben würde. Mhm. Was dann echte Liebe ist, das hat sich dann unter den vielen Schichten freigebuddelt. Ja. Und zur echten Liebe bin ich wirklich gekommen, über das Auspacken, über das Aushalten, über das Mechanismen und Konditionierung auflösen, indem ich mich wirklich zu mir selbst durchgegraben habe und gelernt habe, mich selbst erst anzunehmen, dann zu mögen und schlussendlich auch zu lieben. Mhm. Und das ist der Schlüssel. Selbstliebe ist der Schlüssel zu allem. Am Anfang mich selber aushalten, dann akzeptieren und dann lieben. Mhm. So ein Drei. Drei was, sächsisches Drei was. Ja. gibst du Vorträge? Nee. Nicht? Mm-mm. Das Buch ist ja jetzt erst im 2019, glaube ich, erschienen. Oder Lesung? Machst du Lesung? Würdest du das machen? Würde ich machen, ja. Würdest du machen? Ja. Okay. Also das ist jetzt 30 Jahre her, etwa. Also dass du da raus bist. Und wenn du darüber sprichst, ist tatsächlich nichts mehr. Das kann man so nicht sagen. So nicht also sagen. Gerade auch wenn ich jetzt hier so ein Interview gehe,
danach passiert schon einiges. Das macht immer was mit mir, darüber zu sprechen. Also ich kann nicht sagen, dass das weg ist. Mhm. Es ist dann so, dass ich gut damit leben kann. Mein Energiekörper, kannst du dir vorstellen, es gibt kein Fitzelchen, Fleckchen, der ohne Narbe ist. Ja. Ja. Und natürlich macht das was mit mir. Und ich bin dann auch immer extrem empfindlich und gehe hoch wie eine Rakete. Ich bin super emotional. Okay. Und so. Aber das vergeht dann wieder und ich kann gut damit leben. Aber es haut mich nicht mehr raus. Es ist für mich überhaupt nicht mehr existenziell. Und okay, ich kann damit umgehen. Und das ist das Entscheidende. Ja. Ne? Und mir ist es einfach wichtig zu zeigen, es geht. Ja. Es ist zu schaffen und es geht mir gut und es gibt Möglichkeiten. Und es gibt so viele, es gibt mehr von uns, als man denkt. Und die stecken da drin oder sind gerade im Rauskommen. Und ich möchte einfach sagen, ey, ihr könnt das auch schaffen. Ja. Ich weiß, wie hart das ist. Aber verdammt nochmal, es lohnt sich. Kennst du Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind wie du? Also jetzt sprich aus dieser Szene, aus diesem Ritus raus, um dann ins Heilerische zu wechseln? Das nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich habe da also gar keine Kontakte gehabt. Und ich dachte immer, ich wäre alleine, bis ich mich erinnert habe. So, ne? Und ich habe auch damals in meinem Umfeld niemanden mit Ähnlichem gehabt. Ich habe das wirklich komplett alleine durchgestanden. Aber ich sag mal, du hast genug zu tun. Ja, ja, habe ich. Weil für ein Kind, also dieses Vergleichen, ist ja ziemlich gefährlich, sage ich mal. Ja. Weil zwei können das Gleiche erleben. Das eine Kind haut es völlig aus der Bahn. Genau. Und das andere hat das gar nicht so wahrgenommen, hatte gar keine Antenne für dieses Wort oder so. Ja. Das ging an ihm vorbei und das andere ist tief getroffen, im Mark getroffen. Und von außen zu sagen, das ist schlimm und das ist weniger schlimm, vollkommen daneben. Das geht gar daneben. Nicht. Völlig daneben, ja. Ja. Also ich würde mich freuen, wenn du öfter mal eine Lesung machst. Gerne. Ich meine jetzt, damit, weil mein Gefühl ist, dieses Thema wird jetzt, vielleicht genau in diesem Jahr, es ist schon, was ich so verfolgen konnte, im letzten Jahr hier und da hochgepoppt. Wir reden von Kindesmissbrauch. Mm. Dann denken die meisten, ja, also dass da Priester halt sich an den Jungs so vergangen haben, dass das noch ganz andere Dimensionen hat und eben bis in die höchsten politischen Kreise, also Präsidenten, wie auch immer, und gerade da, dass also ne, Macht, der Aufstieg zur Macht über diesen Weg geht. Ja, nicht genau. Immer, aber leider ziemlich häufig. Ja, weit verbreitet. Wenn ich mich dieser Kraft verschreibe, ihr diene, dann dient sie mir, in Positionen zu kommen, die nach außen hin machtvoll Geld versprechen. Ja. Erfolg. Ne? Ja. Man sieht es ja in der sag mal, ist mir neulich eingefallen, von Rolling Stones, Sympathy for the Devil. Also, haben die damals gesungen. Mhm. Und wir haben danach getanzt. Ja. Ne? Dass das, also auch gerade in der Pop-Szene oder in der Musikszene ganz weit verbreitet ist. Ja, Mut, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und vor allen Dingen noch dieses Drivers von aushalten, akzeptieren und selbst lieben und vertrauen, dass das eine auf das andere folgen wird, wenn ich dranbleibe. Ja, genau. Vielen Dank, Sandra, du mit mir dieses Gespräch geführt hast und ich hoffe, dass das Buch Menschen hilft, sich auf das vorzubereiten, was vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren oder vielleicht sogar auch Monaten hochkommen wird. Mhm. Wir haben mit dem Epstein, ne, das ist ja eine Spitze des Eisbergs da in Amerika oder Pizzagate, wie das alle heißen. Sie sind ja schon aufgeploppt und ich glaube, das wird sich nicht mehr lange im Dunkeln halten können. Und es wird hochkommen und es wird Menschen so doll schocken. Und dann ist es wichtig, dass sie vorbereitet sind, damit sie nicht in Rache und Vergeltung, sondern
dass auch so wie du neben in die Selbstermächtigung gehen. Es ist Schluss jetzt hier mit dem Sklaventum und Macht und Ohnmacht. Vielen Dank, Sandra. Sehr gerne. Rasch und mögen viele rasch bei dir heilen. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, ich habe schon mal irgendwann gesagt, starker Tobak. Mich hat das schon am Anfang ziemlich mitgenommen. Und trotzdem denke ich, es ist wichtig, dass wir uns diesem Thema stellen, weil es offensichtlich diese Strukturen, an denen wir, die meisten von uns, leiden, durchdrungen hat. Aber wir werden nicht dieses System überwinden, indem wir dagegen kämpfen, sondern in die Selbstermächtigung gehen. Das, denke ich, ist dieses Gespräch hat es nochmal verdeutlicht. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.